Auf ein Neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Plus with Sparks TV. Im letzten Part sind wir endlich wieder ein bisschen der. Also was heißt endlich? Sind wir wieder der Hauptstory ein bisschen nachgegangen und sind auf dem Weg zur Windmühle, die da oben, glaube ich, abgeht. Wir sehen sie nur nicht. Und ja, wir haben unter anderem auch hierbei Frösta Wunderlich wieder ein Rätsel gemacht. Wie ihr da seht, da ist die Lösung. Ja, genau. Bestimmt, das ist die Lösung, weil man weiß, wie man das drehen muss. Ja, doch, letztendlich geht das ja. Nein, die Lösung, euer Problem ist auf jeden Fall den Kanal zu abonnieren gerne. Kommentar zu schreiben, Daumen hoch, Daumen runter und auch den Discord zu joinen. Wir werden auf jeden Fall euren Problem auf die Schliche gehen. Also meine Aufgabe wäre das. Nein, Quatsch. Wir haben auf jeden Fall immer ein offenes Ohr. Gut, aber jetzt machen wir mal weiter und wir wollen ja was schaffen. Es gibt hier verschiedene Wege und das regt mich schon wieder auf. Und ist das eine Abkürzung? Nee, hä? Jetzt sind wir wieder hier? Warum bin ich gerade zurückgelaufen? Also jetzt sollen wir weiter drin, damit wir hier gerade ausgehen können. Wow. Ja, achso, wir wollen kurz shoppen zwischen den Parts, da war nichts. Aber wir sollen da ja jetzt wahrscheinlich hin, um das zu dingsen. Aber wir töten den noch. Und, ja. Lauf los am Husten, wir sind schon wieder da und töten die jetzt. Ich frag mich nicht, warum wir jetzt diesmal ein paar Sekunden früher da sind, aber hier Explosionen, guck. Ich mach mir später auf jeden Fall noch einen Tee. Alter, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ich glaube, ich mache mir auch gleich einen Tee. Ich muss sagen, ich habe ja diese Wintertees, ja. Die haben auch einen richtig guten. Und wenn ich den halt stehen lasse, schmeckt der viel geiler, wenn er kalt ist. Nee, ich mag den mal warm, ja. Gut, gut, gut. Das Item da hatten wir schon geholt. Das heißt, wir stellen jetzt die Brücke wieder zurück. Und von irgendeiner Saftmarke haben die auch gerade so Winterpunsch-mäßige Sachen. Die muss ich mir auch mal gönnen. Ohne Alkohol steht drauf. Weißt du, wohin du drehen musst? Ja, einfach eins weiter. Zack. Da ist Kamek. Den brauchen wir. Ich glaube, jeweils einen brauchen wir jetzt noch. Ja, das ist korrekt. Laufen Sie. Da ist etwas zum Angucken. Und da ist die Story. Durch die Ankunft der übelsten Tunichtgute der bekannten Galaxie durchkreuzt. Miseras Armee. Mutti wusste, dass die anderen, belebteren Planeten sicherlich auch in Gefahr waren. Sie musste etwas unternehmen. Aber wie? Das wissen wir nicht. Kamek-Chaos. Kamek-Chaos. Jetzt kann ich auch mal Kamek sehen. Oh, 6 Züge überleben. Ach, nicht überleben. Heilung, Schützi, Rosa, Gold Peach, nein, Rabbit Peach. Ja, ihr wisst ja, welche für die im Leben. Schützi, Gabilebi, Heili. Ach, keine Ahnung. Ey, Unsichtbari ist wichtig. Upp. Such dir was aus, so. Die, was du machen willst, die. So. Ja, theoretisch bringt der Quusten auch nichts, weil die ja immun gegen alles sind. Wenigstens sind es diesmal keine 8 rum, sondern nur 6. Ja. Das heißt, wir müssen 4 überleben und solange da nicht diese Typen sind, die das durchbrechen können, dass wir unsichtbar sind, passt es. Können auch einfach. Genau, aber auch die richtig faule Methode nehmen, das einfach mit Items abkürzen. Mit Items, ja. Ich habe jetzt gedacht, du wärst so dreist und machst diesen Modi an, wo man keinen Schaden bekommt. Das können wir auch machen, aber. So nein, fies das ist keine nicht. Option. Das ist keine Option. Warum denn nicht? Das sehe ich nicht. Ich sehe es nicht. Die Frage ist halt auch, ob du jetzt die heilen möchtest, was 250 kostet. Ich hätte auch noch gar kein richtiges Leben. Da kann auch noch viel mehr Leben haben. Was ist denn hier los, die Aufteilung? Blödchen, warum hast du kein Leben? Was soll das? Gut. Wie viel kostet heilen? Können wir uns das überhaupt leisten? Oh, was wird eng?
Ja, ja, Peachy. Go, Peachy. Wer denn das für ein Item? Was suchst du denn? Oha! Achso, es gibt nichts im Zurücksetzen. Barks-Techniken? Ich will wissen wegen Items. Was das ist, dass man sofort wieder... Achso, nee, sofort wieder Items ansetzen gibt's ja gar nicht. Also doch nicht Fähigkeiten, das ist ja das hier. Wollen wir es einfach mal versuchen? Mega-Abkürzung? Ja. Mehr. Ich weiß nicht, wie oft die hintereinander dasselbe Item einsetzen darf. Das ist halt so die Sache. Wir testen es aber mal für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft. Jetzt kommt Kramit, macht's weg und hat sich erledigt. Das heißt, oh Gott, der macht Schaden. Der muss weg von denen. Das war heilen. Oh Gott, wir müssen noch heilen. Ja, wird schon. Heile, heile. Heile, heile. Ja. Schildi, Schildi. Rufi, Rufi. Paki, Paki. Heilen. Kannst auch springen. Dann heilst du auch nochmal. Aber. Das ist halt fast voll. Heilen. Bild. Beschwören. Und? Das ist gut. Ja, dann sollte sie jetzt irgendwo anders hinlaufen. Sonst kriegt Rosalie nochmal Flächenschaden ab. Beteilig ist aber hier, du kannst hier einfach in die Ecke gehen. Viel Spaß. Viel Spaß in der Ecke. Du willst keinen Schutz machen zusätzlich? Okay. Nee, komm, so, reicht. Naja. Aber unser Freund. Ich habe ihn doch gerade erst kennengelernt. Nein. Kennst du Dauntless? Ja. Habe ich sogar zu dir schon öfters gesagt, dass ich das mit dir spielen will. Also wir das Spiel. Bevor wir uns dann das spielen konnten, nee. Tim? Nein. Ja, wer denn? Ja, komm, setz eins. Nein, du musst weiterraten. Ich verrate dir das doch nicht so einfach. Keine Ahnung. YouTube oder? Nein. Privat? Keine Ahnung. Wen kenne ich denn? Einer auf dem Server. Ja. Nein, niemand von hier. Deine Mama. Ja, genau. Denk doch mal so ein bisschen um die Ecke. Du? Nein, nicht ich. Ich weiß es nicht, jetzt sag doch. Nee, du weißt das ganz genau. Es fehlen nicht mehr viele Personen, die in meinem Leben gerade eine Rolle spielen. Dein Mädchen. Ja. Oha. Ja, meine Hardware ist aber zu schlecht dafür. Das Switch läuft. Nee, da ist es richtig scheiße. Du bist keiner, du bist keine normale Meinung, was das dann geht. Du bist sehr kritisch da. Nee, du warst noch nie in der Lobby davon. Ich hab Pokémon gespielt, das heißt. Ja, gut, Pokémon Go war nicht. Gespielt, okay. Ja, das ist doch was anderes. Pokémon Legenden Arceus läuft nicht schlecht. Also an ein paar Stellen ein bisschen ruckelig, aber das ist nichts gegen das, was das ist. Ich kenne den Online-Modus von Super Mario Maker. Ja, da kommt es auch drauf an. Wie die Internetverbindung von allen ist. Mit Randoms ist das glaube ich nicht schön. Wenn eine schlecht ist, ist das ja, wenn eine schlecht ist, sind alle schlecht. Wie viele Runden sind es denn hier eigentlich noch? Alter, die machen ja Party hier, die ganzen Gegner. Ja, ich merke das schon.
Ich kann eigentlich mal mit Peach reinschießen. Achso, die sind ja alle tot. Ups. Könnte ich nicht. Cooldowns zurücksetzen und das letzte Mal das einsetzen. Ach, sau und chillen. Jetzt machen die wenigstens auch alle nichts, wenn die tot sind, die anderen. Ach man, das machen wir ab jetzt immer so. Oha, warum ist der gelaufen? Dürfen die nicht laufen, oder was? Nein. Wollen wir da mal einen Powerblock reinwerfen? Nein. Die sterben ja nicht. Wir verpratzeln doch hier nicht Items einfach zum Spaß. Oh, ich finde das gerade ziemlich spaßig. Alter, wenn das jetzt einfach weggehen würde, das Schild, die wäre sowas von am Arsch. Ja, einer, jetzt kommt doch noch so ein anderer Gegner, der macht es dann weg. Kannst du keinem erzählen? Die Brille von Kamek erinnert mich an die von Danny Phantoms Eltern. Kennst du die? Oh, weiß ich nicht. Die Eltern sieht man schon im Intro, wo die ihre Anzüge anhaben und diese Brille halt. Weil die forschen ja wegen Geistern und so. Ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Weißt du was, du meinst, ich kenne das jetzt nicht. Das war eine richtig gute Mission. Warum haben wir jetzt vorher überhaupt geheilt mit Geld? Das war komplett zum Fenster rausgeworfen. Nein! Rosalina hatte viel Schaden genommen. Gehen jetzt ab. Hä? Keine Ahnung. Okay, weiter geht's. Das ist der richtige Weg. Wie du dich immer erst orientieren musst. Na, Spark! Was bist du denn? Aufgeben? Rabbit Kong? Golibwart. Nicht Goliath, Golibwart. Bitte was? Alter, wir können Rabbit Kong rufen. Nein. Der kommt dann kurz und ist dann wieder weg, wahrscheinlich. Oha. Glaube ich. Kong, Gastauftritt. Komm auf, Levi. Alter, wie viele Punkte wir haben? Ja. Schneller. Schneller geht nicht, Mama. Zack. Goal. Danach geht's weiter. Los geht's. 12 Minuten unfall- und verletzungsfrei. Ein absoluter Rekord für Rabbids. Alter, das erinnert mich an die Szene aus den Simpsons. Vom Intro, wo da steht, so und so viele Tage ohne Accident. Als ob hier nicht nichts ist. Das glaube ich nicht. Ja doch, hier ist das nicht. Ist... Nee, hier ist. Mann, hör auf mit doppelte Verneinung. Alter. Als Miseras Armee die Galaxie auseinandernahm, waren es doch tatsächlich die Rabbids, die Mutti mit einem mega krassen Plan überraschten. Die Quietschente. Sie ihren Ursprüngen zurückgekehrt. Doch diesmal hatten sie so etwas wie Verantwortungsbewusstsein mit im Gepäck, als sie in die Galaxie aufbrachen, um anderen zu helfen. Siehst du die Quietschente? Ich will wieder den DJ Cheap Cheap haben. Der war Premium. Wir gehen doch eh nochmal in die erste Welt zurück. Ja. Ach, neues Rätsel. Komm Jan, das ist easy. Ja. Mach Ausschlusskriterium. Ja, es geht jetzt aber nicht so einfach von wegen, wie viel passt rein. Wir machen einfach und gucken, was passiert. Nee, das ist ja schon mal eine gute Idee. Jetzt jeweils alle drei an sein. Ja, vier dann nicht mehr viel. Ja, warte mal. Ist die Frage, ob du das anmachen willst oder das andere, weil das eine kannst du glaube ich noch gar nicht anmachen. Du musst glaube erst das eine.
Ich glaube, das war aber das Falsche. Oder? Du kannst auf jeden Fall hoch. Geh mal die Leiter hoch. Hä? Was war das jetzt? Ach, die Röhre hinter uns. Mach erstmal die Leiter runter, oder? Ich hab kurz so. Was bringt die Röhre? Keine Ahnung. Die müsste irgendwo anders hinführen. Warum kann man den da hinschieben und da? Hä? Man weiß es nicht. So gerade Rabbit Rosalina wehgetan. Jetzt ist selber wehgetan. Die rettet sich. Ich finde das nicht okay, was hier gemacht wird. Das ist nicht okay. Halt, stopp. Everything is awesome. Awesome. Alles super. Warum ist das Teil wieder raus? Weil das jetzt was anderes ist. Eben hat man das gerade da drin. Das gerade ist aber da hinten. Müssen wir die Brücke anmachen, dass wir das Teil da abholen können. Ja, hast du gemacht? Ja, mach ich so. Nicht so lustig im letzten Part. Aber wir wollen das erstellen, wo du es hinbringen musst. Wenn wir das da hinten anmachen. Ja, da kommen wir ja nicht hin. Höchstens einmal das Ding hier runterholen. Ja, natürlich kommst du da. Dann die Röhre. Das heißt, den Block müssen wir auch noch mit hier drauf schieben. Sieh da absolut keine Problematik. Der Stein, der hat ein Gewicht. Der hat eine Gewichtkraft von 2 Jans. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, man kann den Block da nicht hochbringen. Wir brauchen den Block da oben wieder, um die Röhre freizumachen, um mit dem Ding da rüber zu kommen. Oh, ich glaube, man kann kaputt, den Block hochschieben. Warum geht das mal? Dieses Spiel ist einfach Abfall teilweise. Ich bin so gespannt auf Pokémon, ob es da auch so Punkte gibt, wo ich mir sage, so, okay. Das ist Ubisoft, das ist klar, dass das hier passiert. Ich hoffe. Wie, das ist Pokémon... klar? Ja, das ist bei Ubisoft. Spielen kenne ich das nicht so Fehler. Ah, weiß ich nicht. Egal, Rayman kam auch schon seitdem Ubisoft richtig nicht mehr so gut ist, auch nicht mehr raus. Also von daher. Das sieht bald aber wieder. Ich meine, die können jetzt nicht Rayman einfach einbauen und dann sagen so, wir machen kein Rayman-Spiel. Ja, doch. Du kannst dich keiner beschweren, hey, da ist doch Rayman, was wollt ihr eigentlich? Ich glaube, die wissen die ganz genau, dass die noch einen größeren Shitstorm bekommen. Ah, wir müssen die Leiter mal aufklappen. Gerade Ding von da hinten wieder? Oh nein. Was? Die Röhre, da brauchst du doch gar nicht. Kannst du jetzt nicht irgendwo weitergehen? Moment, doch, ich brauche das gerade Teil wieder und das klemmt da oben noch drin, aber das kann ich mir einfach... Nee, kann ich nicht. Ich kann damit keine Leiter runtergehen. Oder? Nö. Niemals. Und zuerst... Mama. Oh, ich bin ganz kurz über die Luft gelaufen, hast du gesehen? Ist doch nicht Jesus. Größtenteils war das hier eh nur, dass ich das Ding da runterkriege. Also eigentlich musste dann ja, glaube ich, nicht mehr hier hoch. Nein. Wohl doch, ich muss ja mit dem Kabel hier hochkommen. Kann man eine Vorspultaste nutzen, bitte? Nee. Gibt's ja nicht.
Oh, ist das ein unangenehmes Geräusch. Geräusch? Ach ja. Geräusch. Jan, ich will jetzt deine Speedrun-Taktik sehen. Warum hast du das jetzt da liegen lassen? Wo denn? Hier hinter dir. Ich doch nicht. Ist einfach fallen lassen. Wirst du langsam schwach oder was? Ja. Du kannst damit auch durch Röhre gehen, oder nicht? Ja, so. Dafür muss ich die Röhre erstmal wieder aktivieren. Aktiviert Röhren. Und darf ich nicht aber gerade da lang gehen? Es gibt eine Schiene, Jan. Ja, die Schiene kann mich mal. Aber wie es aussieht, ja nicht. Und du wirst. Na doch, es wird passen. Oh, ich darf sogar beim ersten Mal gleich schieben, richtig. Ich bin Peach! Boop, boop, beep, boop, boop. Hast jetzt auch das Richtige geholt. Ach, guck mal, da fehlt immer noch eins. Ja, das kann man da hinten auch irgendwie zurechtdrehen. So, das muss ja auch noch aktiviert werden. Actimel! Reicht jetzt. Aber Actimel. Meine Lunge. Ja. Musst du die austauschen? Hattest du ein. Kennst du Yakult? Ja, aber kenne ich. Also habe ich noch nicht probiert. Geprobiert. Alter, Yakult habe ich noch nie gegessen. Ist ja auch nicht zum Essen. Mich hat das immer ein bisschen Angst gemacht, dass die sagen, da sind so viele Kulturen drin. Bifidus-Kulturen war bei dem anderen. Monte, ne, nicht Monte, scheiße. Activia. Was hat da? Stopp, da. Hab stübt, stübli lüb. Stübli blüb. Stopp, stübli blüb. Da so viele Rabbits Kargmaltal verlassen hatten, um gegen Miseras Schergen zu kämpfen, kam der Wiederaufbau des Planeten fast zum Erliegen. Doch wenn Misera dachte, dass sie den Wiederaufbau komplett stoppen könnte, dann hatte sie ihre Rechnung ohne Mutti und ihre Rabbits gemacht. Nicht Mutti. Das ist hier nämlich optional. Mutiges Duo. Meine Analyse hat ergeben, dass diese Finsterzeitpfütze extrem furcht. Warum lassen wir die nicht einfach in Ruhe? Wir müssen ja nicht jede Finsterzeitpfütze entfernen. Ja, finde ich halt auch. Vergiss es. Ja, das kann ich nicht zulassen, Pipo, Mario und ich machen das. Ah, tolle Kämpfer! Und ihr beide ergänzt euch so gut. Wenn irgendwer diese Finsterzeitpfütze beseitigt. Oh, das lässt sie nicht mehr ausreden. Wir sind jetzt nee. Los. Ich will das jetzt. Dass es endet. Darf ich mal fragen, wo dein Geduldsfaden ist? Mehr da. Besiege alle. Besiege alle. Alle. Wir können ja mal den Donkey Kong ausprobieren. Rabbit Kong, bitte. Bitte was? Rabbit Kong. Donkey Kong. Rabbit ausprobieren. Ja, er lebt noch. Er lebt noch, stirbt nicht. Obwohl wir ihn gefühlt schon dreimal besiegt haben. Einmal im normalen Spiel, dann in dem DLC vom ersten Spiel zweimal noch. Oder sogar dreimal, ich weiß nicht. Gegner wegschubst, okay. Nein, das geht nicht, der ist auf einer falschen Ebene. Oder das könnte klappen. Bam, 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 bam. Oh Gott, pass auf bitte. Mach nichts Gefährliches, ja? Hallo?
ein bisschen mehr Schaden gehofft. Ich stand doch, wie viel Schaden es macht. Ja, jetzt habe ich Angst. Was mache ich jetzt? Die greifen dich nicht an. Also die kommen nicht so, oder? Meine, der eine macht vielleicht Eis gleich. Du kannst mit ihr noch rammen. Ah, nee, so weit kannst du nicht laufen. Du. Warum hast du denn nicht eigentlich den Spark angesetzt? Oh nee, Mario. Hätte er da nicht angreifen dürfen. Ja, stimmt. Komm schon. Na, hi. Guck mal, der kann dich ranziehen. Das müssen auch nur die großen Viecher sein. Was ist, wenn er dich ran... Nichts. Er kann's nicht. Warte, stopp! Du kannst ein Item einsetzen, damit das Eis weg ist. Nee, ist es nicht. Das steht doch, es kann davor schützen, aber es kann es nicht entfernen. Steht sogar extra dabei. Dieses... Hä, hey, mach mal, dieses Spray macht das doch weg, oder bin ich doof? Ja. Mal sehen. Ja, haben die jetzt zweimal Lauf weg, Mario ist eh egal. Oder du rennst halt mal mit Mario vorher weg. Ja, bleibt Mario. Ist egal. Du wirst ja nicht mit einmal rammen und töten können. Du musst zweimal rammen. Ja, okay, das ist mal Crit. Baby. Und zack. Das hat ja richtig viel Schaden gemacht. Aua. Und zack, zack. Vampir macht doch allgemein ein bisschen mehr Schaden, ne? Ich glaube schon. Ist das so eine Sache vielleicht? Schnell weg! Notfalls kann Mario auch nochmal springen, er macht eine Stampfattacke. Oh nein, er ist böse. Er ist wütend, Jan. Ja, ja. Nein. Bitte. Wird schon. Nein. Oh Gott. Doch, alles supi. Ja, aber die machen so viel Schaden. Oh. Nicht so supi.
Ja, ramm ihr mit ihr zweimal oder möchtest du Mario dazu abstellen? Tot. Sind nicht zur Sicherheit auch heilen? Ja, ich habe Angst. Ja gut, wir haben Schild, aber trotzdem Angst. Ja nee, die Eistypen haben doch eh nicht so viel gemacht. Schild hast recht, kann ich machen, aber... Oder das Spiel sagt von sich aus einfach so, du darfst nicht mehr drücken. Voll ins Gesicht. Die können ja eh nicht laufen. Na, das mache ich nächste Runde, wenn der auch hier oben ist. Habe ich jetzt eigentlich immer Heldensicht? Ja, jede Runde. Interessant. Ich glaube, ich sehe auch nicht ganz so gut, aber ja. Ja, das gefühlt sowieso viel schlechter als Luigi irgendwie. Ja. Ja, die machen halt nicht viel Schaden. Ich hab trotzdem Angst. Hier müssen wir nochmal einen Reiniger benutzen. Einen Reiniger! Wegen Rammen. Ja, los. Du musst den anderen zweimal ran. Oder? Einmal Angriff vielleicht? Reicht das schon? Ja, sonst ist Mario auch noch da. Hä? Mach doch den Ich bin stärker Spark, greif den vorderen an und dann reicht das sowieso. Ja. Tada. Was ist eigentlich, wenn man durch diese Explosion erst noch stirbt? Gute Frage. Wahrscheinlich, denke ich schon. Ja, wie bei Pokémon. Oh, du bist an Verwirrung gestorben. Nee, nicht Vergiftung. Mm. Oder an Rückstoß. Mm. Aber das war's auch wieder für diese Folge von Let's Play Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ich halte da auch in der nächsten Folge wieder ein. Also, neue Waffenskinder da. Nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis dahin. Wer war denn das? Tschüss. Tschüss.